Wer aus einem Coronavirus-Risikogebiet nach Deutschland zurückreist, muss sich künftig einem Test unterziehen. Mehr als 1000 Tests. Der Urlaubsort St. Wolfgang kämpft gegen das Coronavirus. Belgien greift hart durch gegen steigende Infektionsraten. Soziale Kontakte werden auf 5 Personen pro Woche beschränkt. Lost in London. Zwangsisolation bringt Spanien-Rückkehrer auf die Palme. Wer aus einem Coronavirus-Risikogebiet nach Deutschland zurückkehrt, muss sich zwingend einem Test unterziehen. Das hat der deutsche Gesundheitsminister Jens Spahn angekündigt. Zu den Risikogebieten gehören laut Bundesregierung derzeit unter anderem Luxemburg, Russland, die Türkei sowie die Vereinigten Staaten. Helge Braun, der Leiter des Kanzleramtes, sprach angesichts höherer Fallzahlen als noch vor einigen Wochen von einem Anlass zur Sorge. Wir müssen daran arbeiten, dass die Infektionszahlen wieder sinken. Und sie sollten am Ende des Sommers auf einem möglichst niedrigen Stand sein. Denn nach allem, was wir bisher wissen, fällt es uns im Sommer leichter, die Zahlen niedrig zu halten als im Herbst und Winter. Darauf hat die WHO heute noch mal hingewiesen. Insbesondere Bayerns Ministerpräsident Markus Söder hatte sich für Pflichttests für heimkehrende Reisende eingesetzt. Der Freistaat will die Menschen nicht nur an Flughäfen auf eine Ansteckung überprüfen, sondern auf freiwilliger Basis auch Testmöglichkeiten in der Nähe von 3 Grenzübergängen und auf den Hauptbahnhöfen München und Nürnberg anbieten. Söder gab außerdem bekannt, nach der Ansteckungshäufung in einem Landwirtschaftsbetrieb in Mamming sämtliche Saisonarbeiter in Bayern testen lassen zu wollen. Bei Nichteinhaltung der Hygienerichtlinien können Betriebe laut Söder künftig mit einer Geldstrafe von bis zu 25.000 statt bisher 5.000 Euro belegt werden. St. Wolfgang in Oberösterreich wird von einer Coronavirus-Welle heimgesucht. Mehr als 50 Ansteckungen wurden bisher festgestellt. Die Ergebnisse von mehr als 400 weiteren Tests stehen aus. Insgesamt wurden mehr als 1.000 durchgeführt. Fast alle Personen, die sich bisher angesteckt haben, arbeiten in Hotels oder Gaststätten, darunter zahlreiche Praktikanten. Die Ausbreitung erfolgte offenbar bei Feiern. Viele Menschen in St. Wolfgang nehmen es gelassen und wollen sich den Urlaub nicht verderben lassen. Ja, ich habe mir gedacht, ja, kann passieren, kann überall passieren. Aber ich glaube, wenn man alles so einhält, wie man es eh schon die letzten Wochen kennen, sollte das alles passen. Wir halten die Sicherheitskriterien ein, wir halten Abstand. Wir sind am Campingplatz, man muss nicht unbedingt dorthin gehen, wo die Massen sind. Allerdings gab es auch andere Reaktionen. Urlaubsgäste reisten vorzeitig ab. Wer den Ort verlässt, muss persönliche Angaben machen, um eine Nachverfolgung zu ermöglichen. Die Besitzer von Ferienunterkünften befürchten Einbußen. Der Gastwirt Johann Kritzinger versucht zu beruhigen. Wir im Haus haben überhaupt keine Probleme gehabt. Die Leute haben sich an das gehalten, also Mundschutz, Nasenschutz und Abstandregeln. Derzeit haben wir Gäste aus Österreich, Deutschland und Tschechien. Da wir derzeit 2 Nachtlokale im Ort haben, diese beiden Nachtlokale haben sie entschlossen, freiwillig zu schließen. Die Schließung aller Gaststätten im Ort oder eine vollständige Abriegelung von St. Wolfgang ist laut Behörden bislang nicht vorgesehen. Bereits am Freitag hatte der Bezirkshauptmann die Festlegung der Sperrstunde auf 23 Uhr angeordnet. Belgien greift hart durch in seinem Kampf gegen steigende Covid-19-Infektionsraten. Das betrifft sowohl private Kontakte als auch den öffentlichen Raum. Bisher war der soziale Umgang auf 15 Personen pro Woche beschränkt. Ab Mittwoch wird sie für 4 Wochen auf 5 Personen jeglichen Alters beschränkt. Toujours les mêmes pour les 4 prochaines semaines et ce pour un foyer tout entier. Die Größe erlaubter Versammlungen soll ebenfalls reduziert werden. In geschlossenen Räumen dürfen höchstens 100 Personen zusammenkommen. Außerhalb sind maximal 200 erlaubt. Masken werden verpflichtend. Mitte Juni waren die Infektionsraten in Belgien runter auf 2-stellige Zahlen. Jetzt steigen sie wieder stetig. Allein letzten Sonntag gab es über 500 neue Fälle. Während die Zahl der Todesfälle noch immer niedrig ist, sie liegen bei wenigen pro Tag, warnt die Regierung, dass ein neuer Lockdown kommen müsse, wenn die Infektionsraten nicht zurückgehen.
Um den völligen Lockdown zu vermeiden, ist es notwendig, diese Maßnahmen für alle Altersgruppen und in jeder Situation zu respektieren. Das bedeutet auch, dass in fremden Ländern, in denen andere Regeln gelten, die Vorsicht dieselbe bleiben muss. Wenn wir unseren Kontakt einschränken, begrenzen wir die Risiken. Die belgischen Medien berichten, dass im Nationalen Sicherheitsausschuss eine örtlich begrenzte Abriegelung um die flämische Stadt Antwerpen diskutiert wird. Dort scheint es einen starken Infektionsschub zu geben. Die Proteste werden lauter in London Heathrow und auf anderen britischen Flughäfen. Hier können zurückkehrende Spanienurlauber noch einmal den Duft von Freiheit genießen, bevor sie sich selbst für 2 Wochen isolieren müssen. Die in der Nacht zum Sonntag eingeführte Anordnung der Regierung hat die Erholungssuchenden ohne Vorwarnung ereilt. Ich musste selbst auf der Webseite der Regierung nachgucken. Es gab sonst 0 Informationen. Wie Sie sehen, habe ich einen entspannten Trip nach Barcelona hinter mir und bin wütend und gestresst. So ist das doch kein Leben. Wie ein Damoklesschwert schwebt der Urlaub im sonnigen Süden jetzt über etlichen Erholungssuchenden, die bereits gebucht haben. Denn die Airlines Ryanair und Jet2 lehnen Erstattungen stornierter Flüge bislang kategorisch ab. Obwohl die britische Regierung auf ihrer Webseite von nicht notwendigen Reisen nach Spanien abrät, wollen beide Unternehmen ihre Spanienflüge fortführen. Nach 2 Tagen und 2 Nächten ist der Waldbrand im Zentrum Portugals unter Kontrolle. Das haben die Einsatzkräfte mitgeteilt. Die Feuerwehr wurde bei den Lösch- und Eindämmungsarbeiten vom Militär unterstützt. Bei einem Besuch an der Algarve sagte Portugals Präsident Marcelo Rebelo de Sousa am Sonntag, die Coronavirus-Pandemie habe die Evakuierung der betroffenen Gegend erschwert. Am Dienstag will der Präsident das Begräbnis eines Feuerwehrmannes besuchen. Der war am Samstag bei Löscharbeiten ums Leben gekommen. Ein weiterer war bereits vor Wochen nach einer Herzattacke im Einsatz gestorben. Heftige Winde und steigende Temperaturen machen den Einsatzkräften in ganz Portugal weiter zu schaffen. Die diesjährige Waldbrandsaison soll bereits 6.000 Hektar Vegetation vernichtet haben. Fast 900 Einsatzkräfte sind nach Angaben der Behörden mit dem Kampf gegen die Brände beschäftigt. 5 Monate lang war der Flohmarkt El Rastro im Madrider Stadtteil La Latina geschlossen. Die Kaufleute fordern nun, dass die Hälfte der Stände wieder öffnen darf. Die Stadt hingegen will, dass der Großteil des Marktes umzieht. Eine 300-jährige Tradition fände damit ein Ende. Das ist eine Verbundenheit, die respektiert werden muss. Ich verkaufe hier seit 40 Jahren. Ein Umzug wäre das Ende des Rastro. Und wer die Geschichte der Stadt kennt, weiß, dass Verlorenes nicht wiederkehrt. Der Second-Hand-Markt El Rastro ist bei Touristen äußerst beliebt. Vor der Coronavirus-Pandemie kamen jeden Sonntag rund 100.000 Besucher. Die Stadt will ihre Zahl in Zukunft limitieren. Das bedeutet wirtschaftliche Einbußen. Die Händler sind ruiniert. Einige müssen sogar gemeinnützige Hilfe in Anspruch nehmen. Der Bürgermeister der Stadt hat versprochen, Zäune aufstellen zu lassen und Polizisten einzusetzen. Auch solle der Markt letztlich an seinen Ursprungsort zurückkehren. Noch aber sprechen die leeren Straßen des Marktes eine deutliche Sprache. Betreiber ähnlicher Stände und Läden in anderen Teilen der Stadt beklagen einen Umsatzeinbruch von 70%. Plötzlich kaufen Kunden online, die das vorher nie getan haben. Ein Kauf ohne Zwischenhändler. Es geht von Verkäufer direkt zum Käufer. Viele Händler haben ihrerseits nachgezogen und bieten Waren nun auf Online-Plattformen an. Deren Betreiber wiederum verzeichnen erhöhte Werbeeinnahmen. Unsere Zahlen sind auf Vorkrisenniveau, im Vergleich zum Vorjahresmonat sogar 20% mehr. Mit all diesen Schutzmaßnahmen gegen Covid-19 im realen Leben wendet sich der Käufer dem direkten Handel zwischen Privatpersonen zu. Das war in jeder bisherigen wirtschaftlichen Krise der Fall. Die Händler hoffen nun, dass diese Entwicklung dem Second-Hand-Markt am Ende zugutekommen wird.